Fresse. Die sind neu. 37% bei jeder Aufzehrung oder Brandmarke von oben 50% Gesundheit zu regenerieren. Steht bei einer Schleichtung 1% Gesundheit wieder her. Das ist doch ganz geil. Was war das letzte? Hier in die Flucht zu schlagen. Töte die Kopfuhr, nee, in die Flucht zu schlagen, okay. Was ist das, was ich jetzt hab? Ritt auf einer Bestie für jede Tötung mit Schwert oder Bogen, zwei Elbengeschosse zu erhalten. Okay. So von 10, 3 von 10, 0 von 10. Die Dolchlegende habe ich ja gar nicht gemacht. Hast du einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht? Die, die umherschleicht und uns beobachtet? Zuerst dachte ich, es wäre dieser Narr von einem Waldläufer. Dafür ist es zu klein. Es ist irgendetwas anderes. Wie man jemand Informationen hat. Gib mir Infos. Yay. Der hat überhaupt keinen. Der hat den, der hat den. Der hat den. Oh, der hat den. Wer nimmt denn sowas? Asker Sturmbringer macht 4. Ist stolz, das Blut in seinen Händen leckt sich zusätzlich die Finger. kann durch einen einzigen Kopfschuss ergriffen werden, ohne Gesundheit niedrig sein muss. Den kann ich direkt verhören. Es gibt Höhen nicht weit von hier. Wir sollten besser sicher gehen, dass keine Grauks darin hausen. Klar, befreit. Jetzt würde ich jetzt gerne mal hier. Hm? Nach so vielen Jahren kann ich es nicht erwarten zu sehen, wie viel Hass sich im Herz des dunklen Herrschers bewegt. Da ist noch ein Artefakt. Und trugen wir ein Hackenblatt. Achso. Soll ich an die Stelle kommen? So. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee, es ist die schlimmste Idee überhaupt. Oh. Es gab mal eine Diskussion, ob die Menschen gegen die Elben kämpfen mit Sauron. Das ist ja auch eine geiles Wissen. In meinen Venen fließt kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. So. Wo machen wir denn jetzt mal weiter hier? 70 macht. 40 können wir hier hinten wahrscheinlich hin. Bisschen da mal dort ein Schnellreisen hier. Jagd Herausforderungen. Und manchmal geht er so extrem weit. Oh, Alter, das Vieh. Das guckt hier immer noch rum.
reden. Gib mir noch mal ein paar Info von den Hochrangigen hier. Neue Informationen zu halten für den Zahacker. Eine Fische Schleichtodesstöße. Mhm. Wenn wir schon mal hier vorbeikommen. Hier oben war ich wirklich noch, glaube ich, gar nicht. Hügelgriff von Udin. Ich glaube, hier oben war ich wirklich noch gar nicht. Upp, wer ist das denn? Lahm Luke. Der Gelehrte. Macht 8, dann müsste es eigentlich auf der zweiten Stufe oder dritten Stufe sogar sein. Oh, nee. Hier sind die ganzen. Oh, Viech. Die ganzen Ghouls, ey. Ich brauch doch Gold, oder? Nee. Blau. Im blauen Mond brauche ich. Zack. Das ist schon ganz cool. Echt geil, so diese Umwandlung. Ich würde sagen, dass du eigentlich in der Luft jetzt mehr oder weniger rumkletterst, deswegen könnt ihr auch hier nicht herkommen. So, Schnellreise freigeschaltet. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Oh, jetzt habe ich direkt noch was, noch in die eine Wahrheit freigeschaltet. Malmuk, der Tollkühne tötest. Räche den Tod von Stevo. Das ist ja geil, das funktioniert sozusagen nur, wenn Freunde an dem sterben. Geil. Wenn Freunde an einem von den Dingern sterben, kann man denen dann rächen. Sehr geil. Erschlag den Ghoul! So, über mir? Schon wieder irgendwie außen über mir oder sowas. Erstmal ganz hochklettern hier. Ah, siehst du? Ganz, war es nicht ganz außen, aber auch über mir. Nein, Ichir Galeer Mordor. Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die Schwarze Hand siegen sollten. Lahm Luke. Ich habe keine Angst vor Kampf. Agor, den nächsten, den ich sehe, werde ich zureißen. Sollte meinen, dieser Ort würde nicht so schnell in Dunkelheit versinken. Verdammt ist das düster. Mal kurz Nase krabbeln. Boah. Was war das? Ein Sklave von... Da ist er. Upp, ich bin entdeckt worden. Wandelnde Geister im Malmuk, die Tollkühne zu markieren. Ah, was nehme ich das denn mit? In denselben Käfig wie diese Narren, dann prügle ich sie in die Freier. Verschlüsselter Tagebucheintrag, wo mit einem Raben drauf, na geil. Dies ist, was ich sah, nämlich, dass die Orks die Erde durchgraben. Sie haben gewaltige Höhlen in die Erde gegraben, in die Hänge der Hügel und Berge.
und dort arbeiten sie. Sie haben Schmieden errichtet und sie lassen ihre Schmiede Tag und Nacht Waffen und Rüstungen schmieden. Um Metall einzusparen, fertigen sie die Rüstungen nur für die Front. Als hätten sie nicht vor, sich je wieder zurückzuziehen. Oh, und dann sind da noch diese gewaltigen Gruben. Dort erschaffen sie bestimmt 100 Orks am Tag. Und einige davon sind diese Uruk-hai. Man erkennt sie sogleich, denn sie sind mindestens einen Kopf größer als die anderen Orks. Sie werden als Kämpfer geboren und beginnen sogleich den Rest zu führen. Niemand hat meine Spitzeleien bemerkt. Aber schick keine Krähen mehr. Die anderen Orks könnten misstrauisch werden. Krähen, also okay. Ist ja interessant. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Ich hab keine Infos über den. So überrumpelst du mich nicht! Menschendreck! Früher oder später werden wir dich töten. Wieso sollten wir es hinauszögern? Niemand besiegt meine Jungs. Oh, es flüchtet ihr. Wow. Das verspreche ich. Jawohl. Gerecht. Tod aller Zeiten. Aufsammeln. Wieder für. Ich mache einen Nahkampfangriff, aber trotzdem kriege ich halt. Ach nö. Was für ein Dolch. Stufe 11, was habe ich denn hier bekommen? Stufe 8. Theresien 5 Elbenschüsse zu halten. Habe ich das nicht schon? Da? Ja, kann ich umwandeln. Die anderen Symbole sind alle nicht doppelt. Macht plus 8. Schießen auf in 5 Minuten ab. Ach, Malmuk, der Tollkühne, den soll ich töten. Oh. Ja, nö, logisch. Was, wenn es sich entzündet und sich meine Haut abschält? Zumindest werden die Orks dich dann nicht mehr essen. Malmuk der Tollkühne. Jetzt nehme ich doch hoch, Mann. Geh doch da hoch. In 5 Minuten muss man das abschließen, zusätzliches Ziel. Der sagt ja total Bullshit. Er soll schreien! Du restlicher, böser Dämon! Ich hoffe, du stirbst! Ich bin kein Dämon. Upp, beep. Oh, was hat der denn noch? Du kannst mir nichts anhaben. Lass ihn wimmern! Ah, meins.
Jetzt ist er tot. Wieder Dolch. Oh, Leute, ehrlich. Ich habe aber auch ein Glück bei solchen Aktionen. Macht plus 16. Hahaha, Stivo. Das habe ich doch gerade schon aufgelöst. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. Der Waldläufer! Lass uns unsere irgendwas. Schwerter kreuzen! Guterer jetzt natürlich schon wieder. Er ist denn da noch gestorben? Blutraher? Nee, das ist es nicht. Schaka aus der Grube. Da ist er aufgestorben. Alles, die wissen, war alles verreckt. Oh nee. Das ist ja geil. Aber ich werde dann mal die Quest hier wahrscheinlich machen. Sozusagen die ganz normale Quest hier hinten. Ich sollte ja zu dem hier noch hinlaufen, damit mir die Menschen auch ein bisschen helfen. Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snug auch gesehen hat. Vielleicht ist es ein Spion für diesen Tag. Wir sollten es töten, bevor es ihm Bericht erstatten kann. Jetzt komm doch mal irgendwo hin, wo ich dich auch treffen kann. Elben wurde benötigt. Shit. Oh, warte mal hier. Düp. So, Jagdherausforderung. Noch eine Stufe geschafft. Zack. Befreiungen sozusagen durchgeführt. Bevor ich nach Mordor kam, lebte meine Familie am Anduin. Hast du ihn je gesehen? Wer hat das nicht? Ich bezweifle, dass es in ganz Gondor einen majestätischeren Fluss gibt. Meins. Nanichir, Gelaia Mordor. Ihr habt Gelebrin. Zack. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. So. Jetzt bin ich endlich mal hier. So. Zack.
Hirken hat einen Plan, wie die Aufmerksamkeit des Schwarzen Lappen auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans meldet er jedoch mehr Männer schleicht, die in die Festung des Udun befreien, die Ausgestoßenen. Okay, Befreiungsaktion. Wenn ich so hätte, ich schon jede Menge befreit. Tote Ochs. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die Schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Die Uruks sind auf der anderen Seite, ach du Schande. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Hitlers, ehrlich? Einem Zweck. Vergiften von Orks. Folge mir. Hitlers dient zu dem Vergiften von Orks. Mhm. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Da gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Tyrgon. Warum sagt das mit so einem bissigen Unterton? Das wird doch eher... Ich hoffe einfach für dich, dass es so ist. So mitfühlend und so. Hm. Komisch. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Okay, nicht das, sondern das da brauche ich. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich habe ihn atmen hören. Das war der Wind. Wasch dir die Ohren, du stinkender Narr. Hitlers. Lol. Okay, immer fighten einfach. Na gut, immer fighten. Ja, schön ineinander geklippt. Fein gemacht, Jungs. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Brauche ich denn so viele? Gift ist normalerweise ein bisschen wirkungsvoll. Brauche ich keine 3 Kilo. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Die beste Art, einen Karagor zu jagen, ist aus der Ferne. Mit einem Schütz und einer guten Armbrust. Wenn du nur eine Armbrust hast, musst du sie schnell erwischen, bevor sie dir zu nahe kommen. Mal kurz den Überlebensauftrag abschließen.
Erdenbruten elegant. Der Rüstmeister hat schon so viele Waffen gefertigt, dass er einen ganzen Wettstein. Das brauche ich jetzt. Grüner Trudenfuß und rote Blume sozusagen. Der Trudenfuß ist vollkommen falscher Begriff, aber so ein Entenfuß halt. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Du weißt, was das heißt. Wir schließen uns zu einer großen Armee zusammen. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Was meinst du mit seltsam? Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Jawohl, Jagdherausforderung abgeschlossen. Für die 3 Karagor. Ja, und für die 4 Ratten, Wahnsinn. Spinnen. Ratten muss ich wieder bloß drüber laufen, wie bei Spinnen auch. Grün, rot und grün. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht. Karangren. Die Isenmünde. Mhm. Jetzt wirklich einige noch durchzulesen, meine Güte. Eine Spinne? Wenn ich drüber laufen, wäre sie tot, aber Ratten soll ich doch töten. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ich bin wieder auf dem blöden Friedhof. Ich bin nicht so ein Fan von dem Friedhof. Muss ich ehrlich sagen. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Ah, na herrlich. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Krog vergiften. Drück RW, um Gift in Krog... Das ist ein Krogfässer, okay.